Hallo. Ja, ich glaube, wir sind live. Das hört sich jetzt so dumm an, aber ich habe jetzt ich, seit 2 Wochen keine Energy-Dings mehr getrunken. Ich bin komplett auf Entzug. Merke ich natürlich auch. Ich bin dauerhaft müde, aber es geht Gott sei Dank ein bisschen voran am Start. Ne? Doch keine Red Bull-Partnerschaft mehr, ja. Die ist jetzt futsch. Ich versuche jetzt keins mehr zu trinken. Holen wir uns eine schöne Maske. Oh nein. Oh nein, ich hab nichts dabei. Ich hab nichts dabei. Oh. Ah, du blödes... Warum? Ich hab dir nichts getan. Ich hab dir nichts getan. Was hab ich dir getan? Ich hab mein Messer nicht gefunden. War zu spät. Och nee, mein Kopf, Alter. Och nee. Wie lange warten Sie schon? Eine halbe Stunde. Pff, echt jetzt? Also warten wir schon hier an dem Punkt eine halbe Stunde. Ja. Yep. Okay, dann gehe ich wieder. Richtig krankes. Ach ja, diese. Kennt ihr diese Leute, die in so Felsspalten gehen? Oder wie heißt denn das? Ach, wie heißt denn das? In einer Bergspalte drin. Da gibt's so einen Begriff dafür, was das ist. Das ist. Wie heißt denn das? Grave? Nee, wie heißt das nochmal? Grave Grab. Mir fällt's gerade nicht ein. Hölle, nein. Höhle, ja, eine Höhle. Danke. Höhle, mir ist das Wort Höhle nicht eingefallen. Ich bin ja mal auf Up-to-Date so, was da passiert ist, aber... Hoppala, Entschuldigung. Bruder, tut mir leid. Ich wollte gerade gucken. Hello there. Oh, hallo. Ja, wen haben wir denn da? 2 Fläschchen. Hallöchen. Hallo. Hallo. Alle reinsimpen Mädels da. Hallo, hallöchen. Nee, aber die sagen immer alle schön hallo. Bei mir ist ein Durango drin. Hier ist er drin, ne? Ja, der ist jetzt reingefahren. Der Herr, was machen Sie denn hier? Ich campe. Sie campen, oder? Ich campe. Ja, Sie campen? Wir haben keine illegalen Intentionen. Hätten Sie denn was dagegen, wenn wir den Koffer uns mal anschauen? Den Kofferraum? Ehrlich. Den Kofferraum, wollen Sie sich hier wirklich angucken? Naja, es sieht halt falsch aus. Es ist halt, wir machen hier nur Camping. Oder? In erster Linie habe ich erstmal ein Problem damit, dass da kein Kennzeichen drauf ist. Ja, ist aber Privatgrund hier, oder? Ist das öffentlich? Was ist ein Parkplatz? Ja, haben Sie denn den Dispatch zufällig geschrieben? Ich habe gar kein Dispatch geschrieben. Weil es kam auf jeden Fall kein Rauch von uns. Wir haben wirklich nichts gemacht. Wer hat Ihnen das geschrieben, dass hier... Also lassen Sie mich raten, anonym. Positiv. Ja, war klar. Bumper. Mhm. Das ist natürlich jetzt einmal unglücklich. Sie müssten sich bitte einmal umdrehen. Ja, ich drehe mich sehr gerne mal um. Aber nicht ins Auto, nicht... Ja, warum nicht? Bei der Schranke. Jungs, ich flüchte! Ich bin direkter Verfolger hinter Ihnen. Was? Bist du hinter mir? Ja, wir lassen hier mit BMW. Ich liebe dich. Jetzt hoch. Fahren auf jeden Fall schon zu mir hoch. Und wenn du oben an der Treppe raus bist, direkt links. Links, rüber. Nochmal rüber bei mir rein. Das gibt's doch nicht! Wir fahren über den Herrn hier drüber. Ey, aber ey, ich zitter durch. Ich könnte da wegkommen. Herr Rumpel! Die waren mir nicht wie festgenommen, ich versteh's nicht. Oh, nehm, ich ruf die Nummer an. Erna? Grüße Sie, Herr Rumpel. Hallo, hier ist die Erna. Bitte, Sie haben falsch verbunden, bitte. Wie kann ich Ihnen helfen? Es ist richtig. Ernas Grischblauflauf. Wie viel Stück? 2, 3 oder 4? Ist es richtig, dass eine andere Person Ihr Fahrzeug führen darf? Da ist Ernas Grischblauflauf. Wie kann ich Ihnen helfen? Perfekt, danke. Danke. Kann Sie dann nur zu einer Aussage zwischen Rockema? Ja, geht grad schwer. Ich hab grad PD hinter mir. Ja, also ich fahr halt nicht, ne? Ich bin hier, ich werde halt gerade gezwungen. Ja. So seine Intention. Verlass. Alter, der fährt so einen Schmutz zusammen. Das ist unglaublich, Leute. Also wenn ich solche Driving Skills habe wie er, ich muss echt mal die Wege auswendig lernen. Zeiten zusammen gegen das Kartell. Das war echt lustig mit ihr.
Hat man schon Spaß gehabt im Auto. Also hört sich jetzt falsch an, aber es ist halt so. Channel noch im Chat. Schau mal gleich einmal. Die redet sich jetzt in 2 Sekunden gleich aufregen. Was ist das? Ich hoffe, du weißt noch nicht. Deine Worte damals. Ehrlich machen. Passt sie auf euch auf. Lass es dein Blatt auf. Schau. Die 8B macht Ausflug. Das ist die Sound. Aber was da wohl hingeht, geht's heute im Zoo? Sorry. Wird eh gesucht. Also das Peinlichste, was mir jetzt passiert ist, habe ich euch eh schon mal erzählt, ne? In der Dusche vom Skiunterricht. mit einem Mädel, das war. Also es hört sich falsch an, es ist nichts passiert, aber die Lehrer haben es anders kommuniziert. Also ich. Ja gut, ich hatte nur Unterhose an. Das ist. Ich weiß, es kommt falsch. Alter, es kommt komplett falsch. Ausflug vorbei war. Hieß es in der ganzen Schule, ein Schüler hat mit einer Schülerin nackt geduscht. Ich habe mich so verarscht gefühlt. Und dann haben die nochmal gesagt, ja, hier so, ja, Skiausflug war eigentlich ganz cool, unser Klassenvorstand so. Ja, das Einzige, was halt passiert ist, ja, ein Schüler hat halt mit einer Schülerin geduscht. Das war das Einzige, was nicht so cool war. Ich denke mir so, wollte mich jetzt wirklich verarschen. Und wir schauen uns an und denken uns. Ja, schon geil. Hast du ein Fake-Cop-Outfit? Nee. Boah, ich hab grad übelst den Voice Crack, Alter. Fake-Cop-Outfit? Also auf sowas reinfalle. Oh, da ist ein Gespräch drin, ne? Schokozucker, Schokozucker, Schokoladenzucker.